Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu Folge 30. Und der 30. Kampf. Carry on. Russia. Go to Situation Room. Covert Operation. Ja. Covert Operative deployed to disrupt Exalt Cell in Russia. Commander, the Council has requested a direct link on the secure channel. Under intelligence provided by Net indicate that aliens are attempting to transfer at least three other captives in a remote area near the orbs. If each of these abductees harbors the same potential that Net has demonstrated, imperative. Okay, das ist wieder die gleiche Mission wie schon mal. We look forward to seeing your progress. Edit unit, loadout. Sergeant Blitz ganz Auge. Hab die beiden Titan auch schon drin. Hab nur einen Support gerade dabei. Sortiert mich irgendwie ein bisschen. Clear Unit? Hab ich nicht mehr erst einen Support? Die Kuppi noch mitnehmen. Mit der Aim von 57. Nee. Mit der Aim von 57 nicht. Fällt mir was anderes ein. Barracks Medals? Hab ich. What's remaining? Medikits heilen mehr. Chris Reaperman. Wobei der sich ja selber heilt. Gypsy of sich selbst. Also der. Nein, nicht der. Wo ist denn mein. Mac Trooper? Kann man Mac Trooper keine. Doch da, Mac Trooper. Except. Sieht hier geil aus. So, Award Medal. Ja, doch, ihr selber auch. So, das war's. Mission Control. Freeze. Launch Mission. We are confident that you will handle this matter with discretion. Und go. Flieg! Irgendwie läuft's heute gerade. Beginn Assault. Francis sending an urgent mission request. Operation Empty Jester. Mist, ich hab gerade eigentlich vergessen, Brot zu holen. Shit. Noch machen. Commander, Strike One needs to approach that ship with caution. According to Annette, the remaining captives are being held in stasis, but the aliens can shut down life support functions at any moment. The system is controlled by a command console. If we can take it out, it'll give us a chance to bring those people home safe. Okay, das hört sich nach schwieriger Mission an. Muss ich mal ehrlich so sagen. Was rumpelt denn hier so hart? Alter Schwede. Ich kenne die Map vor allem auch nicht. Das ist nicht wünschenswert. Oh, hey. Ist das laut? Das will ich ein bisschen nachbearbeiten müssen machen. Begebe mich auf Position. Meine Fresse. Ziel bestätigt. Ja, mach mal weg. Also, bevor die überhaupt getriggert werden. Sehr geil.
Gegen dieses Gift bin ich mit der Titan nämlich auch immun. Das ist ziemlich fett. Von denen. Okay. Doch, auf Aiden habe ich mindestens noch Sicht. Mindestens. Wir sind noch ein bisschen hier rüber. Are onto you, Strike One. That sound is coming from the console. Get moving and find it before the aliens execute those captives. Versuch ich. Enemy unit eliminated. Muss mal sehen, ob es funktioniert. Schade. Sehr schön gewesen, wenn die beiden Rage-Shots getroffen hätten. Oh, 12 Runden habe ich noch Zeit. Das hoffe ich geht. Sehr gut. Kann ich die Runde komplett vorrücken. Hat zumindest den Vorteil. Reloaded. Nö. Achso, weil da schon ein Tusi von mir steht. Muss mal ganz weit vorlaufen. Mal kurz gucken. Ach, ehrlich, die Musik ist ja übelst heftig. Das ist aber nicht gerade ein kleines Schiff, wie das aussieht. Das ist eines von den ganz großen. Da in 12 Turns durchzukommen, ist herausfordernd. Muss es wirklich schnell laufen. Kann die ganze Safe probieren wie sonst. Ich würde aber trotzdem gerne eigentlich auf einer Seite hochgehen oder also durchgehen. Oh shit. Da ist jetzt ungünstig. Ah, getroffen. Sehr gut. Target disabled. Ich gebe Gas. Additional alien contacts approaching Strike One's position, Commander. Shit. Die machen nicht so wahnsinnig viel Schaden mit ihren Pistölchen da. Aber da ist noch mehr. Das ist wieder so ein Ding, wo ich einfach nur durchrennen muss, habe ich das Gefühl. Wenn hier ständig neue kommen. Trotzdem. 30% ist nicht so viel. Hier mal nachladen. 29%, ey. Run and Gun. Bitte weg. Perfekt. Overwatch Opportunist sollte eigentlich das schon ziemlich gut ausschalten. Das ist jetzt echt nicht so eine einfache Mission in 10 Runden.
reinforcements are inbound, Commander. Perfekt. Weg. Oh, fuck. Shit! Er trifft halt auch damit nicht richtig. Du läufst mal trotzdem. Oh, wat? Das ist aber eine schlechte Idee. Ist mir nicht aufgefallen, dass ich beim letzten Mal ziemlich oft schlechter Schatz gesagt habe. Warum treffen die denn so scheiße auf den? Hat er gerade noch. Hier muss jemand. Zumindest 12 weg. Ich habe ja nur 3 gebraucht für die Aktion. Juhu, fuck. Mhm. Der ist wieder weg. Auch eine gute Idee. Gegen die brauche ich aber gar nicht meine volle Waffe. Gegen die kann ich mit der Pistole kämpfen. Und die? Schade. Und der trifft. Nicht? Hä? Er trifft, aber er macht keinen Schaden. Er trifft auch. Warum zeigst du mir das gerade nicht an? Sie haben angeblich nicht getroffen. Wait, what? Mir ist jetzt gerade egal. Ich will die bloß schnell weg haben. Wohl, wo steht der denn? Eigentlich noch nicht, fällt mir gerade so auf. Moment, ich weiterlaufen können. Nicht zu weit, aber ein Stück weiter kann ich noch laufen mit der. Und mit der muss ich mal durchladen. Ich laufe schnell durch die Mitte, das ist da oben rum zu lang. So, du musst auch noch nicht nachladen, du rennst einfach. Diese Mucke. Macht mich irre. On your order. Commander, hostiles are entering the AO. Oh, obendrauf komplett. Oh, ein Berserker obendrauf. Das ist ja nicht so schön. Da kommt einfach runtergesprungen und sagt, hallo. Ich bin überhaupt noch da, ich will mitspielen. Oh, den muss auch mal durchladen.
Wohin kann er normal laufen? Da ein zum Beispiel. Looks like the abductees are still alive, but we're not out of the woods yet. We still have to get them out of there. Das ist das schon. From Ned's description, that has to be the command console. Okay. If we're going to save the captives, we'll need to either move in and disable the system or destroy it with explosives. Oh, das reicht auch schon. Ich geh erstmal ruhig damit. Das ist mein Nahkämpfer. Ich vermute mal, die stehen hier unten. Lustigerweise. Wen habe ich hier noch so? Du kannst dich dahin bewegen. Mein Lowrider. Nahkämpfer. In Bewegung. Sag ich, die sind da unten. Cool, dass der auf jemanden schießt, den ich nicht mehr angezeigt habe. Ist mir aber egal, ob er ist tot. Da kommt das Ding ins, oder das ist sogar verletzt worden. Das finde ich gut. Haben sie ihr eigenes Vieh vergiftet. Da kann sie viel Schaden mit der Kanone. Ist ja übel. Nicht. Oh, das ist mein Typ gepanickt. Das ist ja mal geil. Wer ist dran? Der ist dran. Mal sehen, wie weit er hochkommt. Mit Critical, erhöhte Critical Chance bitte. Jawoll! Roms! Ins Gesicht. Hier könnte noch was hinten sein, da muss ich ein bisschen aufpassen. Durchsprinten. Mir ist nie so bewusst gewesen, dass 12 Runden eigentlich reichen, um da komplett durchzugehen. Das ist so ein großes Teil. Jetzt sind wir noch in Panik. Mann, das war ein Newton, das hast du schon zigmal besiegt. Perfekt. Zeros across the board on that device. Looks like you managed to stop the termination sequence. The odds were against us on this one, and we still managed to pull through. Yes. Three remaining captives have been secured. And if we're lucky, we may just have found some new recruits for XCOM. Aber der Quatsch daran ist, es gab ja fast nur einfache Gegner. Es gab 2 Mutons und sonst nur 3 Gegner mit 3 Leben, die mir meine Pistolen wegmache. Also es ist ein ziemlich einfacher. Folge 30 war leider eine ziemlich einfache Aktion, aber wieder eine besondere Folge. I'm certainly impressed with the results so far, especially considering the conditions down there. Jet Boot Module. Sehr geil. Was one for all. When activated, the mech becomes a high cover element. Moving or using an arm-based weapon will return. Ich kann ihn als Deckung benutzen. Aber ich glaube, ich finde das fast cooler. Dass er da irgendwo hochspringen kann. Oder? Ja. Ich probiere das mal.
Rapid fire. Take two shots against a single target in quick succession. Each shot carries aim. Ja, doch, das könnte mir helfen, wenn ich im Nahkampf bin und was richtig Fettes besiegen muss. Waffenfragmente, UFO Power Source, Alien Surgery. Und 100 Geld. Remember, we will be watching. Build by items. We may have finally found the purpose behind Annette's captivity, and the results are disturbing to say the least. It appears that Annette and the other unique captives are capable of amplifying the psionic abilities of others, allowing the aliens to exert mental control over a number of victims simultaneously. Okay. Unfortunately, in using Annette to attack XCOM, the resulting stress caused significant trauma to her neural tissue. She will never have this specific ability again. Okay. Although she may still retain psionic aptitude. Okay. Das ist ja interessant. Also, die Leute, die ich da hatte, die können die Psi-Fähigkeiten von Verbündeten verstärken und dadurch sind die Aliens in der Lage, hier überhaupt diese Psi-Kommando sozusagen, die mehrere Leute gleichzeitig kontrollieren können, zu erschaffen. So wie ich das jetzt verstanden habe. Ich würde sagen, das ist ein guter Abschluss für Folge 30. Dankeschön fürs Zuschauen und bis bald.